Hey, herzlich willkommen und ja, du interessierst dich dafür, wie du abnehmen kannst und ich mache jetzt ein Video, was nicht so klassische Regeln, die du vielleicht erwartest, beinhaltet, sondern ich war mein Leben lang übergewichtig und also bis vor 2 Jahren ungefähr. Und kenne total diesen Weg mit Diäten und Jojo und zunehmen und abnehmen und habe da einfach wirklich wahrscheinlich mehr als 20 Jahre Erfahrung gesammelt, die ich in dem Video mit dir teilen möchte. Ich habe auch meine Geschichte in einem Video oder in mehreren Videos mittlerweile sogar veröffentlicht. Also verlinke ich dir auch oben mal die Playlist. Ich habe auch eine Videoreihe zu meiner Zuckersucht gemacht, wie ich mich davon befreit habe. Und ja, kannst du einfach mal auch da weiterschauen dann. Aber jetzt erstmal so meine Erfahrung, die ich mit dir teilen möchte. Und ja, erstmal ist es total wichtig, also wenn du abnehmen möchtest, neigen wir dazu, ganz viele Ausreden zu verwenden, warum es dann doch nicht klappt oder warum es schwer ist und halten uns mit diesen Ausreden auf. Ja, das ist die Veranlagung, dann geht es nicht, weil am Arbeitsplatz kannst du dich nicht so gesund ernähren oder die Familie findet es doof oder die Freunde oder das Geld reicht nicht aus, um die bestimmten Lebensmittel zu kommen oder was auch immer. Wir erfinden jede Menge Ausreden und der erste wichtige Schritt ist, loszulassen davon. Diese ganzen Ausreden, warum es irgendwie nicht klappt und warum andere schuld sind, oder irgendwas im Außen schuld ist, das abzulegen. Dann der nächste Punkt, der mir sehr weitergeholfen hat, ist zu schauen, warum hast du dieses extra Gewicht? Wofür stehen diese extra Kilos? Ich steige direkt bei der Psyche ein, weil ich gemerkt habe, dass die total wichtig ist. Ja, wie es meiner Seele geht dabei, das ist einfach, die muss mit reingeholt werden. Viele Diäten zielen nur darauf ab, dass du an Kilos, also dass dein Körper sich verändert. Aber der Körper und die Seele und der Geist, das gehört zusammen. Du kannst nicht nur das eine verändern ohne das andere. Deshalb waren dann die entscheidenden Schritte für mich wirklich, als ich auch dahinter geschaut habe. Ja, als ich bereit war, auch mich selbst zu hinterfragen. Und ich habe zum Beispiel herausgefunden, also ich habe mir richtig eine Liste gemacht, habe mich hingesetzt, okay, wofür stehen die, sagen wir mal, 10, 20, 25 Kilo Übergewicht, also über dem, wie ich mich eigentlich normal, glaube ich, wie ich so gehöre, wie mein inneres Gefühl ist. So, ja. Und dann habe ich mir eine Liste gemacht, wo ich aufgeschrieben habe, wofür diese Kilos stehen. Und dann stand da zum Beispiel 5 Kilo Frustessen wegen verletzter Gefühle oder weil ich mich ungeliebt fühle. Oder weil ich Angst habe, allein zu sein und dann das Gefühl nicht spüren möchte und dann was in mich reinfresse. Oder ich habe zum Beispiel auch lange Zeit Angst vor Männern gehabt und dachte, wenn ich dick bin, dann werde ich weniger angesprochen. So. Und zwar auch so ein Schutzpanzer für mich. Und dann auch das Essen, das süße Essen, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ja. Da bin ich dann bei dem nächsten Punkt, den ich mir angeschaut habe, also einmal so, wofür stehen die Kilos und dann, wofür steht dein Essen? Ja, weil Menschen, die in diesem Thema drin sind, von zunehmen, abnehmen, haben oft eine Hassliebe mit dem Essen. Ja, einerseits, oh, nehme ich es in mich auf und weil es mir hilft, irgendwas zu verdrängen. Und andererseits hasse ich mich auch dafür, dass ich so viel esse, weil es mich halt dick werden lässt, weil es mich nicht gut fühlen lässt. Deshalb ist es wichtig zu schauen,
Warum isst du jetzt diesen Kuchen? Warum isst du jetzt diese Wurst? Warum ist dein Teller so voll? Was willst du da vollstopfen, so verdrängen? Also welche innere Leere willst du mit dem vielen Essen füllen? Ja, warum isst du genau das und das? Also schau da dir das an, wofür das steht. Der nächste Punkt ist, Diäten sind scheiße. Ich sag's mal ganz direkt. Diäten sind ja darauf ausgerichtet, dass man für einen bestimmten Zeitraum auf irgendetwas verzichtet, um an Gewicht zu verlieren. Hast vielleicht schon ein paar ausprobiert und hast gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht. Und ich kann dir sagen, dass der Grund abzunehmen oft der falsche ist. Weil wenn es darum geht, dass du in bestimmte Klamotten passen willst, auch schon so ein Wahnsinn, so, ne? Warum passen wir uns den Klamotten an? Hey, das ist doch total krank, total schräg. Ja, wieso machen die Designer irgendwie Klamotten, in die keiner reinpasst? Also, ja, wenn du in Klamotten passen willst, wenn du irgendwelchen Männern oder Frauen oder gefallen willst, oder wenn du irgendwie glaubst, selbstbewusster zu sein, wenn du weniger wiegst. Das sind alles Gründe, die aus dem Außen kommen. Ja, wie kann dein Selbstbewusstsein an das Gewicht gekoppelt sein? Das ist schräg, das fühlt sich nicht gut an, das sollte so nicht sein. Ja, also die falschen Gründe zum Abnehmen für so eine Diät führen immer dazu, dass das Ganze misslingt. Oft sind auch Diäten viel zu hart, viel zu viele harte Regeln und es funktioniert dann einfach nicht. Und bei einer Diät legst du den Fokus auf etwas, das du nicht hast. Du gehst auf den Mangel. Ja, du willst auf was verzichten. Und dieses Mangelgefühl, es wird einfach vom Leben nicht unterstützt. Deswegen kannst du es nur für eine bestimmte Zeit durchhalten. Und dann stopfst du wieder alles in dich rein, weil du dieses Loch füllen willst. Diesen Mangel. Diesen erlebten Mangel. Diäten werden oft vom System als Bestrafung empfunden, wenn du mal ehrlich bist. Du bestrafst dich dafür, dass du vorher zu viel gegessen hast und jetzt verzichtest du. Du malträtierst dich. Ja, das ist oft eine viel zu große Herausforderung. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Das Leben unterstützt das, was sich gut anfühlt. Deshalb funktionieren auch so viele Diäten nicht, weil sie sich nicht gut anfühlen. Klar, du verlierst dann ein paar Kilos, aber dieser Verzicht, der fühlt sich einfach nicht gut an. Und deswegen wirst du es nicht auf Dauer durchhalten. Und jetzt komme ich dazu, dir so, ja, was kannst du stattdessen tun? Wie habe ich es geschafft, jetzt seit 2 Jahren nicht mehr rückfällig zu werden, sondern das Gewicht zu halten, beziehungsweise es sinkt immer weiter, ohne dass ich groß oder ohne dass ich dafür was tue? Das Abnehmen ist ein Ding, das nur zwischen dir und dir passiert, nicht zwischen dir und irgendjemand anderem im Außen. Und wenn dir das klar ist, das bist du mit dir, dann
kannst du dazu übergehen, deine eigenen Regeln aufzustellen, die für dich machbar sind, und zwar leicht machbar sind. Regeln, die dir ein gutes Gefühl geben und von denen du glaubst, dass du damit abnimmst, weil der Geist ist total wichtig. Der Körper ist ein Spiegel des Geistes. Und deshalb ist es auch so wichtig, was du dabei denkst, weil dein Geist formt den Körper. Und wenn du etwas zu dir nimmst, wo du denkst, davon nehme ich zu, dann wird es passieren. Und wenn du Dinge zu dir nimmst, wo du weißt, davon nimmst du ab, dann nimmst du davon ab. Und ich habe zum Beispiel angefangen mit grünen Smoothies am Morgen. Also nicht mehr Brot mit, also Marmeladenbrote oder so oder Müsli, sondern ich habe dann grüne Smoothies getrunken und die haben sich total gut angefühlt. Und weil es sich gut angefühlt hat, habe ich damit weitergemacht. Dann habe ich das eine Weile gemacht, es hat sich etabliert und ich habe eine neue Regel dazu geholt. Ich habe eine neue Umstellung dazu gepackt. Und ich habe immer mehr gelauscht, wie fühlt es sich an, wenn ich das und das zu mir nehme. Und habe zum Beispiel beim Kuchen gemerkt, das fühlt sich nicht gut an. Ich fühle mich hinterher nicht gut. Ich habe so ein Völlegefühl, ich fühle mich aufgeschwemmt. Ich fühle mich ungesund. Ich weiß, ich nehme davon zu. Also es hat sich rundherum nicht gut angefühlt. Und mittlerweile achte ich darauf, wie fühlt es sich an, wenn ich daran denke, das zu essen. Wie fühlt es sich dabei an und wie fühle ich mich hinterher. Und wenn ich bei diesen drei Sachen ein Ja und ein gutes Gefühl habe, dann nehme ich das Lebensmittel zu mir. Und ich habe gemerkt, dass ich auch immer natürlicher mich ernähre, also immer weniger verarbeitet, vegan, großen Anteil an Rohkost. Das hat bei mir geholfen, beziehungsweise das hat dann auch für mich nochmal so einen Schlüsselmoment gegeben, als ich wirklich nicht mehr gesagt habe, ich mache jetzt eine Diät, sondern ich stelle meine Ernährung um, so dass ich mich wohlfühle. Ich stelle mein komplettes Leben um, so dass ich mich wohlfühle. Und noch ganz wichtig, ich will hier nicht als so rüberkommen, als wenn ich nie Rückschläge hätte oder nie irgendwie mal doch was Krasses, Gekochtes, Verarbeitetes esse. Ja? Also, das darf sein. Aber ich lasse mich dann da nicht, ich denke dann nicht, jetzt ist alles komplett vorbei, sondern es war dann halt, es war dann okay. Ich sage dann Ja dazu und es gehört zum Weg und dann mache ich weiter mit dem, was sich wieder gut anfühlt. Wenn ich 10-mal eine Pizza gegessen habe und gemerkt habe, dass es mir danach scheiße geht, Entschuldigung, dass ich dieses Wort diesmal in dem Video so oft verwende, das ist nicht meine Art sonst, aber dann, wenn ich das oft genug erfahren habe, dann lasse ich die Finger von Pizza. Ja, dann ist es ein Erkenntnisprozess. Dann habe ich es nicht gegessen, weil ich darauf verzichtet habe, sondern ich habe nachgespürt, dass es sich nicht gut anfühlt. Und dann kann ich es lassen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verzichte. Also, das ist ganz wichtig, so Schritte, Stufen zu gehen, die für dich machbar sind. Ja? Und da gehören zum Beispiel auch die Affirmationen dazu, wenn du jetzt irgendwie anfängst mit dem Glaubenssatz, habe ich zum Beispiel auch ein Video drüber gemacht, ich finde meinen Körper abstoßend. Wenn du bei diesem Satz bist, dann kannst du nicht einfach, oder kannst du versuchen zu sagen, oh, ich bin wunderschön, so als Affirmation dazu. Es wird aber nicht funktionieren, weil ich das nicht glaube. Ich glaube das nicht, wenn ich gerade an dem Punkt bin, dass ich mich abstoßend finde. Dann sage ich Ja dazu und suche mir etwas, das ein Schrittchen sich besser anfühlt. Zum Beispiel, ich fühle mich Tag für Tag wohler in meinem Körper. Das kann ich sagen und ich glaube es. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, die Psyche ist total wichtig. Also es geht bei dem ganzen Thema um Selbstliebe. Das ist eigentlich die Motivation für das Abnehmen, für das Sein. Und dann ist das Abnehmen auch gar kein Thema mehr, weil es geht mir darum, mich wohlzufühlen und
mich selber zu lieben und mit allem, was ich tue. Und wenn ich das mache, dann lasse ich sowieso die und die Sachen weg und mache dafür die und die Sachen. Also zum Beispiel Sport, weil ich weiß, es tut meiner Seele gut. Also es ist ganz wichtig, langsam in dieses neue Gefühl reinzuleben und nicht zu große Schritte zu machen. Deswegen bin ich auch seit vielen Jahren auf diesem Weg mit Ernährung. Es ist nicht was von heute auf morgen, wenn du es dauerhaft haben möchtest, sondern die Seele, die wächst da mit. Und die braucht ein bisschen länger. Oder diese Umstellung, weil wir sind so eingefahren in unseren Mustern, was Ernährung betrifft, was das Denken betrifft. Das gibt dir Zeit für diese Umstellung, für diesen neuen Weg. Und das Allerwichtigste kommt jetzt zum Schluss. Also es ist wichtig, dass du das machst, wo du dich gut fühlst. Und noch ein anderer wichtiger Punkt am Ende. Trenne dich davon, die Erwartungen der anderen zu erfüllen oder erfüllen zu wollen. Das steckt so tief in uns drin und es ist eine große Stolperfalle in diesem Weg, auf diesem Weg. Hab dich im Fokus, deine Selbstliebe, dein Körperwohlgefühl und trau dich auch die unschönen Sachen zu spüren und sie dann zu verändern. Und dann kann dieser Weg gelingen. Ja. Also, wie gesagt, schau dir auch gern die anderen Videos an, die ich dazu gemacht habe. Und ja. Wenn du da Unterstützung möchtest auf diesem Weg, dann schreib mich gerne an und wir können einen Skype-Termin vereinbaren und können gemeinsam schauen, wie dein persönlicher Weg damit aussehen kann. Es ist total schön, sich da Unterstützung zu holen. Das hat mir auch immer sehr, sehr gut getan. Und dann möchte ich dich noch ganz herzlich zum Retreat einladen, was im Sommer stattfindet. Ich ernähre mich halt seit dieser Ernährungsumstellung rohköstlich und bei diesem Retreat 9 Tage werden wir rohköstlich versorgt werden und meditieren und bei uns ankommen und da wird ganz viel Raum sein für diese Prozesse, die da in uns stattfinden, auf diesem Weg der Wandlung, auf diesem Weg zu uns selbst. Ja, da gibt es auch ein Infovideo dazu, das verlinke ich dir auch oben in den Infokarten. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe und freue mich, von dir zu lesen, von dir zu hören. Und ja, mach's gut. Ciao.